Manche Organisationen sind so anders, dass es sie im Grunde gar nicht geben dürfte. Denn sie widersprechen so ziemlich allem, was in den Management-Lehrbüchern steht. Aber vielleicht sind sie genau deshalb so erfolgreich und spielen ganz vorne mit. Sie sparen sich auch nicht zu Tode, sondern sind hochgradig verschwenderisch, immer dann, wenn es um Menschen geht. Sie machen auch keine Projekte, sondern sie machen Experimente. Und sie schenken ihren Mitarbeitenden Vertrauen in einem Ausmaß, das fast schon naiv wirkt. Wir bezeichnen sie ganz einfach als Musterbrecher. Seit nunmehr 15 Jahren faszinieren uns die Geschichten dieser untypischen Persönlichkeiten und Unternehmen. Begonnen hat eigentlich alles hier mit einem Forschungsprojekt an der Universität der Bundeswehr in München. Dieser Weg brachte bzw. bringt uns immer noch zu allen möglichen Unternehmen und Organisationen. Insgesamt haben wir bisher über 600 narrative Interviews geführt und ca. 80 Musterbrecher analysiert. Und je tiefer wir geforscht haben, desto klarer wurde es uns. Es gibt nicht die 10 Erfolgsfaktoren oder die goldenen Prinzipien der richtigen Führung. Die Komplexität in Organisationen ist wahnsinnig groß. Die lässt sich nicht beherrschen, am allerwenigsten mit simplen Rezepten. Auch wenn keine Rezepte und Best Practices zu erwarten sind, ist es dennoch inspirierend, zu den Orten des Musterbruchs zu reisen. Denn diese Beispiele überraschen. Sie machen Mut, eingefahrene Muster zu verlassen und Neues auszuprobieren. Die Kokomin AG, eine auf Vertriebs- und Führungsthemen spezialisierte Beratung mit über 70 Mitarbeitern in der Nähe von Stuttgart, musste bereits zweimal für Monate auf ihren Chef verzichten. Dieser war nämlich einfach mal weg. 2004 für 4 Monate auf Weltreise und 10 Jahre später für 7 Monate in Australien. Andreas Glemser, der Vorstand, war sich sicher, dass das Experiment Führungsverzicht gelingen würde. Und er behielt recht. Die Mitarbeiter organisierten sich selbst, wollten und konnten Verantwortung übernehmen. Bei seiner Rückkehr zeigten sich überraschende Effekte. Ich war wirklich arbeitslos und wusste nicht, was tun, weil sich natürlich die Mitarbeiter, wenn einer 4 Monate weg ist, diesen Job gegriffen haben, die Aufgaben. Die mussten ja erledigt werden, die kann man nicht einfach liegen lassen, bis der Alte zurück ist. Also insofern konnte ich wirklich was Neues machen, also strategisch arbeiten, was bisher nicht der Fall war. Und damit konnten wir die Weichen stellen für eine Expansion des Unternehmens. Wenn ich jetzt drauf gucke, die letzten Jahre, wie sich das Unternehmen entwickelt hat, ökonomisch sind wir jetzt doppelt so erfolgreich wie vorher. Und einer der Gründe war, dass ich dort 4 Monate weg war. Der Unternehmer ist immer der Flaschenhals, weil alles um das Unternehmen geht immer durch ihn. Sondern wenn du das nicht auf eine breitere Basis stellst, dass andere auch mitentscheiden, dann ist dein Wachstum immer an einer Person begrenzt. Misstrauen ist in Unternehmen allgegenwärtig. Ständig wird kontrolliert, gemessen, bevormundet, entmündigt. Manchmal subtil, manchmal aber auch systematisch. Unsere eigene, wie auch die Fairness-Forschung zeigt aber, dass dieses negative Menschenbild überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Vertrag machst du ja nur, weil du Angst hast, dass dich einer bescheißt. Ich hatte eine Sekretärin, die war von Anfang an dabei. Nach 14 Jahren, dass die bei uns war, haben wir festgestellt, dass sie uns beklaut hat. Und jetzt bist du extrem enttäuscht und der normale Reflex wäre jetzt zu sagen, so, jetzt führen wir Verträge ein, wir vertrauen unseren Mitarbeitern nicht mehr, wir misstrauen jetzt allen. Ja, das wäre der ganz normale Reflex. Und im Grunde genommen bin ich dankbar, dass es passiert ist. Weil genau in dem Moment ist mir klar geworden, ich würde es genauso wieder machen. Inzwischen nehme ich in Kauf, dass mich 10% der Menschen bescheißen, ich weiß nur nicht welche. Kürzlich waren wir in einem Unternehmen, in dem man die Stechuhren vom Eingangsbereich auf die Stockwerke verlegt hat. Man hat Angst oder man hatte Angst, dass die Mitarbeitenden Arbeitszeit vom Einstempeln bis zu ihrem Arbeitsplatz verdrödeln. Dieses Beispiel ist symptomatisch, denn was steckt dahinter? Unterschwellig, und natürlich wird es niemand so zugeben, geht man in vielen Organisationen immer noch davon aus, dass die Menschen sich vor ihrer Arbeit drücken wollen. Ein Unternehmen, das bereits vor mehr als 50 Jahren auf ein anderes Menschenbild gesetzt hat, findet man in Putzbrunn bei München. W.L. Gore and Associates. Da erstaunt es doch sehr, dass sich hier im Südosten von München gleich 5 Werke in unmittelbarer Nachbarschaft befinden. Jedes in eigener Verantwortung. Teilweise sogar mit Redundanzen zum Nachbarwerk. Man betreibt Zellteilung.
Wenn mehr als 150 bis 250 Menschen in einem Werk zusammenarbeiten, dann wird es geteilt. Unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten riecht das gewaltig nach Synergiepotenzialen. Warum leistet man sich bei Gore diese Verschwendung? Sie meinen, warum so viele Werke sind? Wir haben eine Philosophie, das ist die Philosophie der direkten Kommunikation, das ist die Philosophie der spontanen Kommunikation und dazu muss man sich kennen. Und um sich zu kennen, müssen wir darauf achten, dass unsere Einheiten nicht zu groß werden. Seit einigen Jahren steht eine Frau an der Spitze von Gore, Terry Kelly. Sie wurde nicht von den üblichen Aufsichtsgremien in ihr Amt berufen und mit Sicherheit ist sie keine Quotenfrau. Ganz im Gegenteil. Mehrere hundert Key Associates sollten den Namen des zukünftigen Chefs oder der zukünftigen Chefin auf ein weißes Blatt Papier schreiben. Ohne Absender natürlich. Am häufigsten wurde Terry Kelly notiert. Die Menschen wollten ihr folgen. Also bei uns ist ein Leader nur ein Leader, wenn er von den Teams, mit denen er arbeitet, akzeptiert wird als Leader, zu Rate gezogen wird als Leader und wenn ihm die Mitarbeiter folgen. Nach unseren Vorträgen und Workshops werden wir immer wieder gefragt, ja, was sind denn nun die entscheidenden Muster der Musterbrecher? Für uns ist die Arbeit an den Beziehungen das absolut Entscheidende. Man könnte das jetzt auch akademisch aufplustern, aber führen ist für uns im Grunde nichts anderes als das Gestalten von Beziehungen zwischen Menschen. Jeder Associate, von der Präsidentin bis zum Produktionsmitarbeiter, hat noch eine weitere Person, an die er sich wenden kann und die ihn bei der Entfaltung seiner Möglichkeiten unterstützt. Bei Gore heißt diese zweite Führungskraft Sponsor. Manchmal gewinnt man den Eindruck, es gäbe eine Word-Vorlage für Leitbilder. Und natürlich kann niemand etwas gegen diese Wörter haben, denn sie sind quasi immun gegen Kritik. Wer kritisiert schon Nachhaltigkeit? Das Problem ist aber, dass man sich diese Wörter permanent um die Ohren haut und sich niemand mehr fragt, was eigentlich dahinter steckt. Auch das folgende Beispiel zeigt eindrucksvoll, dass man nicht auf der Begriffsebene bleibt. Bei V&S entscheidet jeder der 30 Beschäftigten selbst, was am Monatsende auf seinem Lohnzettel steht. Über die Höhe des Gehalts wird nämlich selbst bestimmt. Einzige Voraussetzung? Zuvor muss man sich mit drei Kollegen beraten. Bei V&S spricht man von Konsultation. Das Konsultationsprinzip, das kennt man von Ärzten oder von Rechtsanwälten. Also man holt sich von dem Kollegen eine andere Meinung ein. Und dann weißt du ja eigentlich auch schon ziemlich gut, ob deine Vorstellung in die Gesamtsituation des Unternehmens passt. Und die Kollegen spiegeln das. Manchmal sehr, sehr schnell und einfach, so im Sinne von, ja, das ist plausibel, das ist sinnig, wir können es uns leisten. Aber auch manchmal mit dem Hinweis, du, also wenn du das tust, dann kriegen wir beide Probleme miteinander, weil das passt nicht zusammen. Also das sind auch zum Teil sehr heftige, harte Debatten, die da geführt werden. Konsultieren ist übrigens nicht nur ein netterer Ausdruck für sich genehmigen lassen. Es bleibt bei der Selbstbestimmung. Denn am Ende ist eines klar. Der jeweilige Konsultierende entscheidet hinterher selbst. Und damit ist die Entscheidung dann tatsächlich gefallen. Nicht alles, was als professionell gilt, ist auch professionell. Den gravierenden Nebenwirkungen professionellen Managements ist man sich viel zu wenig bewusst. So überschätzen wir einerseits die positiven Effizienz- und Synergieeffekte und unterschätzen andererseits aber die kulturellen Kollateralschäden. Spaß und Begeisterung gehen verloren. Organisationen werden zunehmend seelenlos. Es ist kaum bekannt, dass viele Regionalstrecken schon längst nicht mehr von der Deutschen Bahn bedient werden. Die Südostbayernbahn, kurz SOB, mit ihren über 800 Mitarbeitern, ist jedoch noch eine 100-prozentige DB-Tochter. Am Unternehmenssitz in Mühldorf am Inn berichtet uns Christoph Kraller, einer der beiden Geschäftsführer, dass sich die SOB gerade in ihrer ersten Ausschreibung gegen die private Konkurrenz durchgesetzt hat. Für die nächsten 10 Jahre ist also der Bestand gesichert. Offensichtlich versteht man das Geschäft. Aber man musste jahrelang hart an der Kundenorientierung arbeiten und verstehen, dass es dabei um eine Haltung geht. Das Gespräch mit dem Kunden ist in Mühldorf eine feste Größe. Mit dem Format SOB im Dialog
schafft man es, dass keine Führungskraft die Nähe zu dem verliert, mit dem man Geld verdient, zu den Fahrgästen. Das heißt nichts anderes, als dass alle Führungskräfte einmal im Jahr in die Züge gehen und mit den Fahrgästen sprechen. Mein Thema ist halt dann, ich gehe rein und sage, mein Name ist Christoph Kraller, ich bin der Chef der Südostbahn. Gibt es irgendetwas, was Sie mir schon immer sagen wollten? Also ich hatte ein Erlebnis mit einem Fahrgast. Mann Mitte 50, ich bin hin, habe meinen Spruch aufgesagt, der hat mich angeschaut und hat nochmal gesagt, wer sind Sie? Dann habe ich es nochmal gesagt, nein, Christoph Kraller, Chef dieser Firma und so. Und dann hat der die schwere Maschinengewehr ausgepackt und hat in 3 Minuten, ohne Luft zu holen, mir 25 Jahre Eisenbahnpendler erzählt, was in ihm da passiert ist. Der brauchte jemanden, wo er den Eindruck hatte, dass der in dieser Firma was bewegen kann und der ihm zuhört. Einmal im Jahr alle Führungskräfte, erhöht die Sensibilität, ist ein Wahnsinnssignal in die Firma. Und bei den Fahrgästen ist das halt etwas, dass die merken, dass uns ihre Anliegen nicht egal sind. Musterbrecher sind keine Hasardeure, die alles auf Teufel komm raus brechen wollen. Sie sind klug, sie sind geschickt. Denn einerseits machen sie ihre Hausaufgaben, sie beherrschen die Prozesse, sie haben die Systeme im Griff, sie verbessern das Bestehende. Wir nennen das die Arbeit im System. Und zugleich, und das ist wirklich entscheidend, stellen sie das Bestehende radikal in Frage. Sie hinterfragen das, was schon immer selbstverständlich war. Das nennen wir Arbeit am System. Die Bahn steht mittlerweile im Wettbewerb. Das hat sich herumgesprochen. Dass man sich hier inzwischen den Marktgegebenheiten stellen muss, liegt auf der Hand. Doch wie sieht es aus, wenn hoheitliche Aufgaben erfüllt werden müssen? Traut man sich auch dort zu experimentieren? Die höchst frequentierte Zollstelle der Schweiz ist Basel-Weil Autobahn. Dort werden täglich ca. 4000 Lkw abgefertigt. Die Aufgabe der Schweizer Zöllner ist es, Standards einzuhalten und Sicherheit zu gewährleisten. Doch interessanterweise hat man sich genau hier, auf der höchsten Führungsebene, für ein Experiment entschieden. Im Vorfeld einer anstehenden Reorganisation haben 8 Mitglieder der Geschäftsleitung der Eidgenössischen Zollverwaltung freiwillig für etwa 2 Monate ihren Führungsbereich getauscht. Es geht um Verantwortung, es ging uns darum, nicht einfach nur die Leute so als Beobachter irgendwo hinzuschicken, sondern es ging darum, Aufgaben zu übernehmen, Kompetenzen auch auszuüben und vor allem Verantwortung zu übernehmen. Und ich denke, das führte auch zu Ängsten, in diesem Sinne, ja, bin ich dem gewachsen, was passiert, wenn ich vielleicht eine falsche Entscheidung treffe. Das Experiment hat allen Beteiligten wertvolle neue Erfahrungswelten ermöglicht und, nicht ganz überraschend, wurden die Aufgaben kompetent erfüllt. Führungskräfte werden heute immer noch die, die fachlich mehr wissen als die anderen. Deshalb glauben viele Entscheider, auf jede Frage eine Antwort haben zu müssen. Und wie reagieren die Mitarbeitenden? Sie delegieren Probleme und Entscheidungen zurück. Der Chef weiß es ja eh besser. Wenn aber der Führungskraft dieses fachliche Wissen fehlt, werden andere Qualitäten wichtig. Dann muss sie sich auf das Team verlassen und mit intelligenten Fragen führen. Allsafe Jungfalk in Engen am Bodensee stellt Ladegutsicherung her. Spanngurte, Netze, Schienen, Fittinge und Sperrstangen. Produkte, die dafür sorgen, dass Ladung in Lkw und Flugzeugen nicht verrutscht. Vor mehr als 15 Jahren übernahm Detlef Lohmann die Geschäftsführung. Zuvor arbeitete er für einen Konzern, merkte aber, dass er dort nicht hineinpasste. Er kündigte, verkaufte sein Haus, machte seine Ersparnisse locker und erwarb ein Viertel von Allsafe. Bald begann er, erst in kleinen Schritten, dann immer mutiger, die Organisation im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf zu stellen. Denn sein Bild von Allsafe war nicht mehr das der typischen Pyramide, sondern das eines Brummkreisels. Hier sieht er seine Aufgabe darin, strategische Entscheidungen zu fällen, die alles am Laufen halten. Operative Entscheidungen treffen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn die sind näher am Kunden. Detlef Lohmann begann damit, sämtliche Zahlen und Informationen über Allsafe Jungfalk in den Gängen seines Unternehmens auszuhängen. Allzu oft wird heute noch mit Wissensvorsprung geführt. Wer weiter oben ist, weiß mehr und hält dieses Wissen zurück, um seine Macht abzusichern. Rhetorisch verpackt klingt es dann meistens so.
Also wir müssen unsere Mitarbeiter schützen und können ihnen nicht alles sagen, was wir wissen. Dennoch wird appelliert, übernehmt Verantwortung. Aber wie soll denn das gehen, wenn mein Bild unvollständig ist, zumindest unvollständiger als das meines Chefs, dann überlege ich mir doch zweimal, ob ich die Verantwortung übernehmen kann. Heute gibt es bei AllSafe nahezu keine Information mehr, die nicht jedem Mitarbeiter zugänglich ist. Und was auszuhängen ist, das bestimmt Lohmann schon lange nicht mehr selbst. Das machen die Teams mittlerweile in Eigenverantwortung. Das ergebnisoffene Ausprobieren alternativer Führungs- und Organisationsformen ist weder Bestandteil der Führungsausbildung noch der Führungspraxis. Aber dabei müssen wir uns doch eingestehen, dass die Entwicklungsgeschichte der Menschheit durch fortwährendes Ausprobieren bestimmt war. Zwar hat nicht alles funktioniert, was ausprobiert wurde, aber alles, was funktioniert, wurde irgendwann mal ausprobiert. Die Führungskräfte bei AllSafe Jungfalk hatten den Mut zu experimentieren. Sogar dort, wo man es nicht erwarten würde. Gerade Produktion ist in der Regel zeitgebunden, weil wir ganz eindeutig mit Anwesenheitszeit auch Wertschöpfung und eben Leistung verbinden können. Hier wurde dieses Muster gebrochen. Stechuhren sucht man vergeblich. Jeder Mitarbeitende hat den Freiraum, selbst zu bestimmen, wann und wie oft er eine Pause machen möchte. Wir haben zum Beispiel einen Kollege, der macht sehr lange Mittagspause. Der geht um 12 und kommt um 4 wieder, weil er sich nach der Mittagspause noch um die Familie kümmern möchte, Hausaufgaben machen und so weiter. Wir sind nicht die Esel, denen man eine Karotte vor die Nase halten muss und die sich erst dann bewegen, wenn wir diese Karotte bekommen. 10% des zu versteuernden Gewinns, den AllSafe erwirtschaftet, werden als Mitarbeitererfolg kopfproportional verteilt. Jeder Mitarbeiter, egal ob er Mitarbeiter hier in der Produktion ist oder ob er eine Führungsverantwortung hat als Führungsperson, bekommt bei den ersten 10% exakt die gleiche Summe. Das heißt, jeder Mensch ist für das Erbringen der Leistung gleich viel wert. Ohne Zweifel ist AllSafe Jungfalk ein Unternehmen, in dem es um Effizienz geht. Andernfalls könnte man im Markt nicht bestehen. Doch man weiß, wo die Grenzen des Strebens nach Effizienz liegen. Nämlich dort, wo der Mensch ins Spiel kommt. Ein weiteres Unternehmen, das die Mitarbeitenden nicht auspresst, sondern viel dafür tut, damit sie sich wohlfühlen, liegt nicht weit entfernt. In Roggwil, auf der Schweizer Seite des Bodensees. RWD Schlatter stellt Türen her, nicht nur einfache Wohnungs- und Zimmertüren, sondern auch solche, die Räume belüften, Bränden standhalten oder sich biologisch abbauen lassen. RWD Schlatter ist ein Tochterunternehmen der AFG Group, eines Bauausrüstungskonzerns. Bei aller Mitarbeiterorientierung, oder gerade deswegen, ist das Unternehmen sehr erfolgreich. Es hat eine der höchsten Innovationsquoten im Konzern und erfüllt die wirtschaftlichen Vorgaben. Und zwar ohne auf die Mitarbeitenden Druck auszuüben. Ich glaube, als Mitarbeiter kann man Vertrauen nur spüren im täglichen Umgang mit den Vorgesetzten. Ich bin nicht der Meinung, dass man Vertrauen als Wert per Dekret einführen kann in einem Unternehmen, sondern das muss wirklich gegeben werden. Wir hatten etwa 5 oder 6 so Rapporte zum Erledigen. Und wie das immer so ist, das machst du meistens am Freitag und dann weißt du nicht mehr, es wurde nicht seriös gemacht. Und daraufhin haben wir gesagt, wir könnten eigentlich diese Zeit besser nutzen, anstatt einen Tag in der Woche im Büro diese Rapporte auszufüllen. Im Nachhinein habe ich noch erfahren, was mit diesen Rapporten gemacht wurde. Nämlich gar nichts. Wir haben vor vielen Jahren in einem Modell mit dem Außendienst versucht, sämtliche Reportings abzuschaffen, sämtliche Zeiterfassung dort abzuschaffen und nur auf Vertrauen zu setzen in die Mitarbeiter. Und das hat uns wieder mehr Zeit gegeben, um eigentlich unserem Kerngeschäft nachzugehen, dem Verkauf von Türen. Wir arbeiten, wir lernen und bilden uns in Organisationen. Sie stellen unsere tägliche Versorgung sicher und neuerdings helfen sie uns sogar, den richtigen Partner fürs Leben zu finden. Organisationen stehen für Reproduzierbarkeit, Kontinuität, Stabilität und Routine. Aber ganz sicher stehen sie nicht für das Neue und das Andere. Das können nur Menschen.
Da keine individuellen Ziele mehr erfasst wurden, schaffte man im gleichen Atemzug das auf den Einzelnen zugeschnittene Erfolgsbeteiligungsmodell ab. Der gesamte Vertrieb und alle Führungskräfte erhielten ab diesem Zeitpunkt den gleichen Bonus, der abhängig vom EBIT ist. Mit Sicherheit hatte man im Vertrieb bei RWD Schlatter vor dieser Veränderung sehr gut verdient. Vermutlich sogar fast zu viel. Man hätte vermuten können, dass die Vertriebsmitarbeiter bei Gehaltseinbußen von bis zu 50% sofort das Unternehmen verlassen haben. Doch das Gegenteil war der Fall. Nach mehr als 15 Jahren sind alle immer noch im Unternehmen. Eigentlich ist es banal. Dinge, die uns anziehen, erledigen wir viel besser und mit mehr Begeisterung als die Dinge, zu denen wir gezwungen werden. Für Führung bedeutet dies, sie müsste eigentlich rechtfertigungsfreie Räume schaffen, in denen ein Sog entsteht und konsequent auf Druck verzichten. Doch genau dieser Druckabbau könnte auch das Motto dieses untypischen Bankers sein. In dem Moment, wo du aus dem Mainstream ausbrichst, wo du nicht das bist, was andere von dir erwarten, wo du nicht in dem Kontext unterwegs bist, wo jeder sagt, das sind doch ganz normale Muster, sondern wo du diese alten Muster komplett verlässt und in eine ganz andere Welt einsteigst, wirst du erstmal zum Geisterfahrer. Die Sparda Bank München unterscheidet sich deutlich von anderen Kreditinstituten. Helmut Lind beschäftigte schon lange die Frage, wie man all das, was die klassische Finanzperspektive ausblendet und was als unbilanzierbar gilt, dennoch beziffern kann. Deshalb veröffentlicht man nun eine sogenannte Gemeinwohlbilanz. Und wenn ich das damit dann ganzheitlich betrachte, dann geht es auch nicht wie bei der Maschine nachher nur um Finanzzahlen, also um wenige Kennzahlen, sondern es geht immer um eine ganzheitliche Sicht. Und diese ganzheitliche Sicht heißt, die schließt alles mit ein, also auch weiche Faktoren, also auch Werte. Es gibt da die schöne Geschichte von dem Betrunkenen, der seinen Schlüssel zwar irgendwo verloren hat, aber nur unter der Straßenlaterne sucht, weil dort eben die einzige beleuchtete Stelle ist. So ähnlich verhält sich es auch in der Wirtschaft. Und auch dort kümmert man sich nur um die Dinge, die man sehen kann, in dem Fall, die man halt eben leicht messen kann. Die wirklich entscheidenden Dinge sind aber die sogenannten weichen Faktoren. Darauf kommt es an. Und nicht auf das letztlich triviale Jonglieren mit Zahlen. Nur wer das Nicht-Ökonomische beherzigt, wird auch nach harten Maßstäben Erfolg haben. Es kommt also darauf an, auch außerhalb des Scheinwerfers zu suchen, um das Bild nochmal aufzugreifen. Es gibt in Deutschland begeisternde Beispiele von Schule, die als Vorbild für die Gestaltung von Organisationen und für den Umgang mit Menschen dienen können. Eine davon befindet sich in Berlin. Ungefähr 10 Gehminuten vom Alexanderplatz entfernt, hinter der bröckelnden Betonfassade eines typischen Zweckbaus, würde man nie eine der mutigsten und innovativsten Schulen Deutschlands erwarten. An der Evangelischen Schule Berlin Zentrum, kurz ESBZ, erinnert wenig an eine typische Schule. Margret Rasfeld, die Schulleiterin und Gründerin, vertritt hier eine klare Vision. Wie gelingt es, Schule zu einem Ort zu machen, zu dem Kinder gerne kommen, an dem sie ihre Potenziale entfalten können, an dem sie Wertschätzung erfahren und Wertschätzung weitergeben können? Und wenn man Situationen schafft, wo du ganz einfach nicht mehr ins Alte fallen kannst, weil du entweder etwas weggenommen hast, rausgenommen hast oder Situationen so verändert hast, dass es nicht möglich ist, dann kannst du ja nur noch vorwärts gehen. In den ersten 3 Schulwochen der 8., 9. und 10. Klasse suchen sich die Schülerinnen und Schüler ihre persönliche Herausforderung. Manche arbeiten auf einem Bauernhof, andere reisen mit dem Kanu durch Brandenburg oder wandern über Korsika. Und kommen dann wieder und wissen, wow, ich habe viel in mir, ich habe viel gemeistert, ich bin an meine Grenzen gegangen und manchmal dann auch drüber hinaus. Und das ist jetzt fast 1,5 Jahre her und ich bin immer noch der Meinung, dass seitdem nichts Besseres passiert ist als diese 3 Wochen. Man hat halt pro Person für diese 3 Wochen nur 150 Euro zur Verfügung und muss davon alles finanzieren, was echt nicht viel ist. Und wir sind mit dem Fahrrad nach Amsterdam gefahren und haben eigentlich immer gratis auf Campingplätzen oder in Kirchen schlafen dürfen. Wir hatten uns Routen rausgesucht, wo es letztendlich die totaler Mist waren, weil überhaupt die Planung war wirklich grauenhaft. Ja, die erste Erfahrung ist, das Leben läuft nicht nach Plan.
Und dann bist du jeden Tag herausgefordert, musst dich scheiterst dauernd und merkst auf einmal, wow, ich habe ja total viele Ressourcen in mir und da ist ja ganz viel. Und darauf kommt es an. Das sind die Wochen des Lebens. Man lernt so viel und erlebt so viel. Das kann man in einem Jahr Schule nicht nachholen. Es ist nur eine rhetorische Frage, ob das bisherige Spiel, das schon lange kein erfolgreiches mehr ist, nicht ernsthaft überdacht werden sollte. Müssten wir uns nicht schon längst auf neue Erfahrungen einlassen, damit wir neue Wege in eine posttriviale Gesellschaft finden? Eine Gesellschaft, in der wir damit aufhören, die Probleme mit trivialen Managementmethoden lösen zu wollen? Die Erfahrungen mit Musterbrechern haben mich vor allem deshalb fasziniert, weil diese Menschen Plastikwörter zum Leben erwecken. Sie schreiben Eigenverantwortung nicht einfach nur in ihr Leitbild hinein. Sie schaffen es ganz unaufgeregt, dass dieses und andere bekannte Prinzipien in der Praxis wirklich gelebt werden. Unsere Musterbrecherforschung zeigt, dass es intelligentere Lösungen gibt als die uns vertrauten und dass es lohnt, Kontraintuitives zuzulassen. So zum Beispiel Effizienz durch Verschwendung zu erzielen? Leitend für mich ist deshalb stets die Frage, muss das so sein? Also wenn ich mir all die gezeigten Beispiele ansehe, dann begeistert mich immer wieder dieser Mut, den diese Musterbrecher hatten. Gleichzeitig sollten wir uns aber auch immer wieder Mut machen, nicht nur die Standards aus Lehre und Praxis zu hinterfragen, sondern auch wirklich Neues auszuprobieren. Das tun nämlich Musterbrecher und genau davor habe ich den größten Respekt.